C5-Landesprogramm Steiermark begrüßt heute im ExpertInnen-Interview Dr. Karl-Heinz Kettl von der Arbeiterkammer Steiermark und hier der Abteilung Wirtschaftspolitik, Marktforschung und Steuer, Fachbereich Energie- und Umweltförderungen. Herr Dr. Kettl hat im Interview mit E5 Emilia die Frage beantwortet, die von BürgerInnen zum Thema Photovoltaik bislang am häufigsten gestellt wurde. Die Antworten werden akustisch in voller Länge wiedergegeben und sind am Bildschirm jeweils kurz zusammengefasst sichtbar. Ich habe gehört, dass einige scheinbar keine Möglichkeit mehr haben, den von ihrer PV-Anlage produzierten Strom ins Netz einzuspeisen. Wie sieht denn hier die aktuelle Lage aus? Wir haben ja natürlich den Trend, dass die Leute sehr große Anlagen jetzt installieren, weil es natürlich egal ist, ob ich jetzt 5 Kilowatt drauf haue oder 10 quasi, weil die Grundkosten, die habe ich mal und den Grundaufwand. Und die Dächer sind oft sehr riesig, und vor allem am Land natürlich hat man einfach mehr Möglichkeiten, was die Dächersituation betrifft. Und da würden die Leute natürlich gern maximal viel einspeisen. Wobei natürlich man sich schon auch immer den Leuten auch erklären muss. Andererseits die Trennung zwischen was habe ich am Dach und was darf ich einspeisen. Weil manche meinen dann wirklich, ja, wenn man der nur 4 kW gibt, dann darf er nur 4 kW Anlage aufs Dach geben. Das ist ja nicht so. Ich kann da natürlich eine große Anlage, relativ große, aufs Dach geben. Die Frage ist, mit welcher Leistung speise ich dann wann ein? Und das kommt jetzt natürlich erst die Monate der hohen Einspeiseleistungen, sind wir jetzt gerade drin, beziehungsweise bei dem Wetter nicht. Aber die Sonnenmonate wird natürlich sehr viel Leistung da generiert, weil der Eigenverbrauch dann oft nicht so hoch sein kann. Ne? Wenn ich auf eine 15 kW Peak-Anlage habe, dann muss ich mal 15 kW in dem Moment wirklich verbrauchen. Das hat der Standardhaushalt ja normalerweise nicht so eine hohe Abnahmeleistung. Das heißt, der Eigenverbrauch ist in dem Moment gering. Selbst mit Akku und was weiß ich, wenn ich Pumpen betreibe und 15 kW Anschlusswert, komme ich dann so schnell oft doch nicht. Ne? Und der Akku kann auch nur eine gewisse Leistung aufnehmen und in dem Moment laden. Da habe ich halt hohe Rückspeiseleistungen. Das ist klar bei großen Anlagen. Und da stellen sich halt die Leute vor, ich möchte auch dann mit 15 kW einspeisen. Und wenn das halt natürlich viele in einem Netzabzweig machen, dann ist die Engstelle natürlich der nächste Trafo oder dann vielleicht sogar das Umspannwerk, wenn das ein Gebiet ist, wo sehr viele PV-Anschlüsse sind. Rechtlich betrachtet hat der Gesetzgeber eine Minimalhürde eingezogen, weil sonst könnte der Netzbetreiber natürlich immer sagen, nein, verweigere den Zugang, ist mir egal. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, dass er diese Leistung, die sich der Netzkunde einmal erkauft hat, Bezugsleistung, die muss er auch als Einspeiseleistung bekommen, ohne zusätzliches Entgelt, aber nur bis zu einer Grenze von 20 kW Peak-Anlagen. Das heißt, es ist definitiv nur diese Haushaltsgrößenanlagen. Alles, was darüber hinausgeht, Freiflächenanlagen und. Kann natürlich der Netzbetreiber sehr wohl vorgeben. Nicht möglich, gerade Ausbau muss man abwarten oder nur eine Einspeisebegrenzung zu machen. Und das sind die Möglichkeiten, die der Netzbetreiber hat. Kommen wir zurück auf den Haushalt, da sind es meistens die 4 kW. Vertraglich haben die meisten Leute 4 kW sie einmal gekauft beim Erstanschluss. Und die bekommen es normal auch als Einspeiseleistung. Wenn sie nicht einmal die 4 kW bekommen, dann hat der Netzbetreiber 12 Monate Zeit, Netzverstärkungsmaßnahmen zu setzen, damit man dann die 4 kW bekommt. In der Zwischenzeit muss ich den Wechselrichter derart einstellen, dass er eben die Rückspeiseleistung begrenzt. Sind es dann vielleicht 2, 1 und im schlimmsten Fall sagt er nicht einmal 1, dann wäre es netzneutraler Betrieb möglich. Das heißt aber, dass die Anlage immer dann aufhört zu produzieren oder abschaltet quasi, wenn ich den Eigenverbrauch nicht dementsprechend habe oder er reduziert, mit reduzierter Leistung arbeitet, dass eben nur der Eigenverbrauch abgedeckt ist in dem Moment. Und wenn ich eine Rückspeiseleistung hätte, dann darf die nicht passieren. Wenn ich eine PV-Anlage installieren und dafür eine Förderung haben möchte, was sollte ich denn hinsichtlich zeitlichem Vorlauf beachten? Die Förderung setzt ein paar Zeitpunkte im Jahr, wo die Leute dann die Förderung beantragen wollen, aber für die Förderung brauche ich halt schon einen Einspeisezählpunkt. Auch wenn die Anlage noch gar nicht da ist, ich brauche einen Zählpunkt und den kriege ich halt nur, wenn ich eine Netzzusage anfrage. Ne? Und da muss ich auch schon angeben, was will ich für eine Netzzusage, für wie viel. Das heißt, ich muss eigentlich zuerst die Planung schon machen, dann mich um den Zählpunkt kümmern beim Netzbetreiber und dann um die Förderung einreichen. Also da muss ich schon einen zeitlichen Vorlauf mit einplanen, dass sich das halbwegs ausgeht,
damit man da keinen Stress zusammenkriegt. Welche Take-Home-Message würden Sie BürgerInnen, aber auch Gemeinden zum Thema Energieversorgung denn gerne mitgeben? Also ich glaube, jeder soll einfach mal schauen, die Möglichkeiten, sie prüfen, was er hat und eben, dass er die Möglichkeit hat, an dieser Energiewende teilzunehmen, ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Und da kann ja wirklich jeder einen Beitrag leisten, einen aktiven. Gesamtheitlich ist, glaube ich, auch wichtig, wie kriegt man jene rein, die eben nicht so aktiv teilnehmen können. Und da, glaube ich, sehe ich schon ein großes Potenzial in Energiegemeinschaften, auch wenn das ein sehr schwieriges und neues Thema ist, sehr viele offene Fragen hat, rechtlich und wie ist das organisiert und wer profitiert davon, das ist auch noch nicht aus meiner Sicht ganz klar. Aber es gibt zumindest diese Möglichkeit, auf sehr lokaler Ebene die Energieversorgung ein bisschen wieder selber in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das ist positiv. Und da glaube ich, sehe ich einen wichtigen Beitrag der Gemeinden auch, dass man diese Möglichkeiten den Bürgern irgendwie zugutekommen lassen. Stichwort Gemeindetarife oder was da alles möglich sein wird. Ich glaube, da kann man sehr kreativ sein. Oder gemeindeeigene Anlagen, die Strom produzieren und vielleicht Überschuss produzieren, auch schauen, dass man irgendwie den Gemeindebürgern zugutekommen lässt, diese lokale Energie. Also ich glaube, da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten auf der lokalen Ebene in Zukunft. Und das, glaube ich, sollten die Gemeinden auch wirklich aktiv nutzen oder auch speziell vielleicht an sozial schwächere Tarife anzubieten oder diese Überschussenergie zu günstigen Konditionen zur Verfügung zu stellen. Man darf halt nicht vergessen, dass man eben die einkommensschwachen Haushalte da auch ein bisschen mitnehmen muss auf jeden Fall, weil es kann nicht sein, dass die nur mit den höheren Kosten dann überbleiben. Also wie schafft man dann einen Ausgleich zwischen jenen, die Strom produzieren, günstig produzieren, vielleicht Überschuss produzieren und die eigentlich den vielleicht in dem Moment brauchen würden? Herzlichen Dank für die spannenden Informationen an Dr. Kettel und ein besonderes Dankeschön auch an unsere ZuhörerInnen. Das E5-Team Steiermark wünscht Ihnen noch einen wunderschönen Tag.